Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternenmagie. Heute begrüße ich meine lieben Zwillinge. Wir wollen gemeinsam in die dritte Kalenderwoche des Januars schauen. Einmal mit den Lennemann-Karten schauen wir in den Beruf, in die Liebe und in die allgemeinen Tendenzen. Aber zuvor, wie immer, eine Karte aus dem Seelenreich-Orakel, um zu schauen, was eurer Seele, eurem Herz in der nächsten Woche gut tun würde, worauf ihr achten könnt, welche Impulse ich euch geben darf. Dann legen wir gleich los. Eine Karte für meine lieben Zwillinge. Da haben wir sie schon, bin ich gespannt. Sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichts in dir. Ja, diese Karte möchte dir sagen, dass du dich ruhig mal einsetzen darfst für Dinge, die dir vielleicht schon länger auf der Seele brennen. Eine Kriegerin des Lichts oder ein Krieger des Lichts setzt sich für andere Menschen ein. Er setzt sich für positive Dinge ein. Er sagt seine Meinung, auch wenn sie vielleicht von anderen nicht gerne gehört wird. Er äußert sich auch mal kritisch, wenn es darum geht, sich für andere einzusetzen, andere zu helfen. Und für die nächste Woche seid ihr aufgefordert, einmal zu schauen, wo in eurem Umfeld könnt ihr möglicherweise jemandem helfen. Wo braucht möglicherweise jemand eure Hilfe? Vielleicht begegnet euch jemand im Berufsleben, wo Kollegen nicht korrekt mit ihm umgehen und ihr euch dort mal einsetzen könnt und sagen könnt, dass ihr das nicht okay findet. Mal Partei für den Schwächeren ergreifen. Das sind so die Impulse, die euch für die nächste Woche gegeben werden, mal zu schauen, wo eure Hilfe benötigt wird und auch den Mut zu haben, euch dann einzusetzen. Jetzt möchte ich weiterschauen mit dem Mondorakel noch eine Karte. Was ich da noch so berichten darf, was euch das Universum mitteilen möchte, bevor ich mit den Lennemann-Karten weitermache. Eine Karte hätte ich gerne noch für meine lieben Zwillinge. Bei der Sei-Mutig-Karte denke ich auch, wie oft schauen wir mal weg oder denken uns ein bisschen später, boah, da hätte ich jetzt aber mal was sagen können oder das war nicht okay, was ich da gesehen habe. Und genau zudem möchte uns die Karte ermutigen oder euch die Karte ermutigen. Hinzuschauen, wenn ihr irgendwo Ungerechtigkeiten seht, auch einzugreifen. Eine Karte noch bitte für unsere lieben Zwillinge für die nächste Woche. Was darf ich erzählen? Möchten nicht mit mir sprechen. Eine Karte bitte. Für die Zwillinge. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann wischelt sie noch morgen. Jetzt. Dankeschön. Die Emotionen laufen auf Hochtouren. Nun, es ist gut möglich, dass eure Emotionen in der nächsten Woche auf Hochtouren laufen, wenn ihr vielleicht tatsächlich euch mal umschaut, was in eurer Umgebung nicht richtig läuft, was vielleicht bei Freunden nicht richtig läuft, was ihr vielleicht im Freundeskreis mitbekommt, wo gelästert wird, wo ihr eigentlich oder eventuell immer ruhig da beigesessen seid, eure Meinung dazu nicht gesagt habt. Vielleicht habt ihr euch gedacht, ach, was soll ich mich da einmischen, ich halte mich lieber zurück, gibt es nur Knatsch.
Aber in der nächsten Woche werden eure Emotionen etwas höher kochen und ihr seid ja auch aufgefordert dazu, eure Emotionen mal rauszulassen, eine Kriegerin zu sein oder ein Krieger. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ups, die wollte sofort springen in die berufliche Ebene hinein. Ist ganz, ganz witzig, denn bei den Fischen, die ich vorhin gelegt habe, kam genau die gleiche Karte. So. Ich weiß nicht, ob ich nach dem Beruf gefragt habe. Ich glaube, ich habe gesagt, schau mir mal bei den Zwillingen rein, weil das sind jetzt eher die Karten für die Liebe. Und zwar geht es, hier ist die Dame gefallen. Wenn ihr als Frau zuschaut, seht ihr bitte den Herrn. Wenn ihr als Mann zuschaut, passt es genau. Und zwar ist dort in der Liebe für die nächste Woche die Tendenzen sehr gut, die Energien sehr gut. Mal mit der Partnerin, mit dem Partner zu sprechen, ob er sie sich eventuell vorstellen könnte, das Ganze zu vertiefen und sich sozusagen ein Nest zu bauen. Vielleicht geht es darum, tatsächlich zusammenzuziehen im neuen Jahr. Vielleicht geht es einfach darum, die Beziehung zu verfestigen, mal klar auszudrücken, was jeder möchte. Dem anderen vielleicht zu sagen, hey, pass auf. Ich möchte tatsächlich eine festere Beziehung mit dir, wenn es vielleicht erst so am Anfang steht. Oder in Beziehungen, ja, sich nächste Woche ein bisschen um sein Nest zu kümmern. Vielleicht habt ihr eine Idee in der Beziehung, was ihr schon länger mal umsetzen wolltet. Vielleicht wolltet ihr heiraten, vielleicht wollt ihr jemand einen Antrag machen. Dafür sind die Energien nächste Woche sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, denn wir haben die Engelsflügel liegen, das, was immer bedeutet, es ist von oben geführt. Ja, die Engel sind bei euch, das Universum, ist bei euch in eurer Beziehung. Also von daher wunderschöne Energien, gefällt mir schon mal sehr gut für die Liebe. Und jetzt schauen wir weiter für den Beruf. Eigentlich ist der Beruf immer bei mir an erster Stelle, wenn ich frage, aber ich bekomme ja die Antworten, die man mir geben möchte. Ich hätte gerne noch zwei Karten zum Beruf für die Zwillinge in der Kalenderwoche 3. Nein, keine 20, danke. Zwei. Aber das ist schon mal super, super schön hier oben, ne? In der Liebe. Wenn die Engelsflügel fallen, dann geht mein Herz immer auf. Das ist so eine schöne Botschaft. Wenn ich die überbringen darf, freue ich mich jedes Mal. Eine Karte noch bitte für den Beruf. Vielleicht denkt das Universum auch, Aurora, du hattest heute so einen anstrengenden Arbeitstag, mach doch Feierabend. Deswegen geben sie mir keine weitere Karte, aber ich bin ein ganz schöner sturer Bock. Ich möchte bitte noch eine Karte für die Tendenzen im Beruf nächste Woche. Dankeschön. So. Es ist gut möglich, dass ihr in der Vergangenheit oder in der letzten Woche oder ja, in den letzten Wochen ein bisschen Stress mit eurem Chef oder mit einem Vorgesetzten hattet. Denn der Bär ist gefallen. Der Bär steht in beruflichen Fragen immer für einen Vorgesetzten, für eine Autoritätsperson, für eine starke Person. Und wir haben das Kreuz hier liegen. Das Kreuz sind Belastungen. Kann man sich gut merken, ein Kreuz tragen, ne? Dann haben wir als nächstes die Waage da liegen, was das Zeichen ist, dafür, dass ja, alles wieder ins Lot kommt, ins Gleichgewicht wieder kommt. Also
Die Belastungen werden von euch fallen. Das Kreuz wird euch abgenommen, falls ihr Stress gehabt habt mit dem Vorgesetzten oder mit dem direkten Chef, dann wird sich das alles wieder einrenken. Ihr werdet euch vertragen. Das sagt die Waage, weil alles wieder ins Gleichgewicht kommt, ne? Das Positive wie das Negative. Und von daher sind auch das schöne Energien, wenn irgendwas bei euch ja im Beruflichen gekriselt hat. Es liegt der Bär jetzt da, das ist eine Autoritätsperson, also ein Vorgesetzter, ein Vorarbeiter, vielleicht auch ein höher gestellter Kollege in irgendeiner Form. Aber den Streit, den Stress, den ihr mit dieser Person hattet, ja, wird sich zum Guten wenden. Von daher ist das auch sehr schön für die nächste Woche. Und jetzt hätte ich gerne noch drei Karten für die allgemeinen Tendenzen, was ich da noch erzählen darf. Noch zwei Karten bitte fürs Allgemeine. Naja, vielleicht weckt ihr ja auch im Geschäft eure Kriegerin und sagt mal jemand ordentlich die Meinung und danach kann man die Differenzen, die man vorher hatte, vielleicht aus dem Weg räumen. So, auch die allgemeinen Tendenzen, Energien zeigen für nächste Woche die Liebe an. Wir haben die Liebe liegen und den Kuss. Und in der Mitte die Mühle. Die Mühle kann man jetzt deuten als etwas, das sehr, sehr langsam vor sich geht, weil das Mühlrad, das dreht sich ja bedächtig, aber es dreht sich permanent und es produziert ja auch etwas. Von daher möchte ich die Mühle in dem Zusammenhang sehen, dass etwas, was schon länger, eine Liebe, die schon länger so am Brodeln ist, sag ich jetzt mal, findet endlich den entscheidenden Kuss. Der Kuss ist nicht nur ein Kuss, sondern er steht für Verbindung, Vereinigung, eine Beziehung, Treue, Liebe. Ja, alles, was man mit so einem Kuss in Verbindung bringt. Vielleicht, da oben haben wir ja das Nest bauen, das geführte. Vielleicht ist das tatsächlich wie auf dem Foto mit Braut und Bräutigam, der Moment, wo ihr eurer Liebe einen Antrag macht. Oder ja, vielleicht zieht ihr zusammen. Aber auch in den allgemeinen Energien steht die Liebe hoch im Kurs und etwas kommt endlich in Gange, etwas, was schon lange, wo die Mühlen lange gemahlen haben. Von daher finde ich, habt ihr eine wunderschöne Woche vor euch. Und jetzt möchte ich noch eine Karte ziehen, und zwar heißt das Orakel, das Universum sagt dir. Und da würde ich jetzt gerne wissen, was das Universum euch für die nächste Woche mitteilen möchte. Dann schauen wir mal. Eine Karte für meine lieben Zwillinge für die nächste Woche hätte ich gerne noch. Das sind drei, das ist mir zu viel. Eine bitte. Eine Botschaft vom Universum noch für euch. Um das Ganze noch abzurunden. Und ja, gefällt mir ganz gut. Vielleicht die Lichtkriegerin, vielleicht traut ihr auch euch in eurer Liebe mal einen Schritt vor. Vielleicht wart ihr bis jetzt immer etwas zurückhaltend und jetzt sagt ihr, hey, ich kämpfe für meine Liebe, ich gebe jetzt Gas und dann hier Erfolg, ne? Auf ganzer Linie. Eine Karte heute bitte noch. Heute bitte noch, das war gut gesagt. Eine Karte für meine Zwillinge. Ansonsten werde ich eine ziehen, wenn keiner springen möchte. Nein. Dann machen wir das anders. Dann lasse ich meine Intuition spielen. Dann ziehe mal eine für euch. Die möchte ich. Danke.
Ich finde einen tieferen Sinn und persönliches Wachstum inmitten des, was? Unsichtbaren. Ich finde einen tieferen Sinn und persönliches Wachstum inmitten des Unsichtbaren. Diesen persönlichen Sinn und das Wachstum, das findet ihr in euch. Das ist die Botschaft des Universums. Nicht nur den Krieger in euch erwecken, sondern in euch hineinschauen. Was wünscht ihr euch in eurem Tiefsten vorwärts zu bringen, also persönliches Wachstum? Ja, im Unsichtbaren, also nicht in materiellen Dingen, sondern in emotionalen Dingen, in gefühlten Dingen, in, ja, vielleicht ist das auch ein Wink wieder, weil mir die Liebe hier so viel haben und hier auch die Engel, die ja auch unsichtbar sind, das Universum, das einen leitet, ist auch unsichtbar und von daher finde ich die Botschaft zum Abschluss sehr, sehr schön und ich freue mich, dass ich euch habe so eine mega Woche legen dürfen und wenn es euch gefallen hat, dann macht ihr mir eine Freude, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr nicht genug von mir bekommen könnt, dann drückt die Abo-Glocke, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch eine mega Woche mit viel Liebe und bis bald.